So, ich freue mich sehr, heute Frau Magister Sophie Martinetz begrüßen zu dürfen, die zu uns gefunden hat und die, wie wir gleich sehen werden, aus ganz vielen Gründen ganz viel zu besprechen hat und zu zeigen hat darüber, wie sich das juristische Berufsleben verändert hat und noch weiter verändern wird. Frau Martinetz, vielleicht erzählen Sie mal, was Sie so tun und warum Sie zu dem Thema besonders viel sagen können. Oh, danke schön. Danke für die Einladung übrigens. Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Danke. Endlich. Also, ich bin selber ausgebildete Juristin. Und nach mehreren internationalen Stationen in London und Berlin bin ich wieder zurück nach Wien und wollte meine eigene Firma gründen, weil ich etwas verändern wollte in der Arbeitswelt. Und insofern, glaube ich, linkt sich das ganz gut hinein in diese Veränderung auch der juristischen Welt. Und ich mache unterschiedliche Dinge mit und Geschäftsfelder mit meiner Firma. Ein aktuelles Geschäftsfeld, das wir seit 18 Monaten auch betreiben, ist quasi das Thema Future Law. Und da beschäftigen wir uns ganz stark mit der Digitalisierung und Innovation im Rechtsbereich. Nicht nur mit den Anwälten, nicht nur mit den Juristen, also nicht nur mit den Studierenden, sondern auch mit der Justiz und im größeren Bereich und auch den Corporates. Und warum machen wir das? Ja, es ist 2017. Es ist wohl Zeit, ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Man sieht sehr gut aufgrund der Rechenleistung, die jetzt zur Verfügung steht, für viele Unternehmen auch und auch für Privatpersonen, dass man einfach auf Dinge zugreifen kann, die früher nicht möglich waren. Also zum Beispiel das Thema Artificial Intelligence oder regelbasierte Systeme, Machine Learning, Blockchain und so weiter. Das sind Themen, die jetzt einfach möglich sind und die vor 20 Jahren zwar schon da waren, aber die einfach diese Rechenkraft nicht hatten. Und jetzt poppt das überall auf und auch im juristischen Bereich. Weil hier gerade, denke ich, der Gedanke der Effizienz und auch der Kostendruck, der natürlich in unserer Zeit auch zunimmt, der quasi beflügelt auch die Gedanken, wie kann man Prozesse optimieren, wie kann man Recherche verbessern, wie kann man seine Zeit besser einteilen. Und das ist ein Grund, wo wir Technik gut einsetzen können, womit wir uns jetzt auch schon beschäftigen sollten. Und Sie sind dann die Dienstleisterin, die das für Anwältinnen und Anwälte ermöglicht, sich in dem Feld stärker zu positionieren? Oder wie ist das Geschäftsmodell des eigenen Unternehmens? Das Geschäftsmodell des eigenen. Also wir machen unterschiedliche Dinge. Wir machen auf der einen Seite, nur kurz erklärt, wir betreiben ein Anwaltsbüro. Und da sehen wir ganz genau, wie das funktioniert mit den Anwälten. Also da haben wir 10 Anwälte, mittelgroße Kanzlei quasi, und das machen wir jetzt schon relativ lange. Und wir sehen einfach, wo die Druckpunkte sind. Und aus dem heraus, weil wir eben gesagt haben, dass es nicht nur Technik betrifft, die Erneuerung, sondern eben auch das Arbeitsmodell und so weiter, beschäftigen wir uns sehr stark damit und da erbringen wir einfach Dienstleistungen. Bei Future Law machen wir unterschiedliche Dinge. Da machen wir einerseits Veranstaltungen, weil wir einfach daran glauben, dass hier eine Community aufgebaut werden sollte. Wir machen eine große Konferenz Ende des Monats jetzt, in zwei, drei Wochen. Wir beraten auch zu dem Thema Legal Tech und Digitalisierung. Und das ist schon auch ein großer Bereich, weil viele Kanzleien einfach jetzt die Frage haben, was kann ich für mich einsetzen? Was bedeutet diese Digitalisierung auch für mich? Und da geht es wirklich darum zu sagen, Digitalisierung ist nicht einfach nur ein Tool zu kaufen, sondern Digitalisierung ist viel mehr. Also da geht es darum, sich zu überlegen, was sind die Arbeitsbereiche, was tue ich überhaupt im Moment, ja? Wo verdiene ich vielleicht auch welches Geld, wie ist mein Geschäftsmodell? Die zweite Frage ist, was habe ich für Mitarbeiter, was brauche ich für welche? Und am Schluss kommt eigentlich dann erst die Frage der Technik, weil die Technik ist eigentlich das, was mir dann hilft und ein Dienstleister wieder für mich ist. Aber wenn ich alles andere vorher nicht hinkriege, dann nutzt mir die Technik am Ende auch nichts, weil man benutzt es einfach keiner. Ja, gibt es ja genug Technologien, die heute auch schon so herumlaufen wie SharePoint. Jeder hat es, weil jeder kriegt es von Microsoft und keiner benutzt es. Mhm. Ja, tolles Tool, aber keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Ja. Und sind dann Ihre Kundinnen und Kunden eher die großen Kanzleien? Oder sind es eher die Mittelständler, die versuchen, sich rechtzeitig zu orientieren? Oder sind es die ganz kleinen Jungen, die sagen, ich brauche jetzt irgendwie etwas, was mich von allen anderen unterscheidet? Also die ganz kleinen Jungen, da muss ich sagen, da gibt es schon einen recht guten Spirit. Das trennt sich auch ein bisschen in die, die wirklich was anderes machen wollen und die, die sehr klassisch fahren. Da merke ich einfach, da sind die Leute, die nicht klassisch fahren wollen, schneller mal dabei. Weil so Rocket Science ist es ja oft einmal auch nicht. Die mittleren Kanzleien haben große Fragestellungen, weil die genau dazwischen sitzen. Die ganz Großen, die auch international verflochten sind, kriegen viel Know-how aus dem Ausland auch und einfach von der internationalen Sozietäten oft. Die mittleren, die regional sind und lokale Player sind und große Player sind, für die ist die große Frage, wie können wir jetzt schon mit dabei sein, damit wir dann, wenn es Standardprodukte gibt, gut dabei sein können. Also quasi nicht Early Adapter, sondern Early Follower sein wollen. Aber das geht auch nur, wenn ich schon jetzt weiß, was ich brauche, dann auf den Zug aufspringen kann. Große Frage ist es für die ganz Kleinen. Und da kriege ich, also heute habe ich gerade wieder eine E-Mail bekommen von jemandem, die sehr spezialisiert sind oft in der Nische. Und da ist die Frage, wie kann diese Technik mir, abgesehen von meiner sehr persönlichen Beziehung und vertrauensvollen Beziehung, wie könnte mir hier Technik zusätzlich helfen, auch mich mit Mandanten potenziell stärker zu vernetzen. Weil man muss schon sagen,
Es ist ja einfach, jemanden zu ersetzen, gerade im Anwaltsberuf. Also der Anwaltsberuf ist schon auch einer, der dauernd Konkurrenz hat. Und man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass man mit dem Mandanten jetzt auf Ewigkeit zusammenarbeitet. Man baut zwar große Expertise auf und ein Wissen des Unternehmens, aber die Technik wird vor allem für die Corporate-Seite auch immer wichtiger. Das heißt, wenn ich eine große Bank berate, auch als kleineres Unternehmen oder als kleinere Kanzlei, muss ich mir schon die Frage stellen, was braucht der zukünftig? Was braucht die Rechtsabteilung? Was hat der für einen Druck? Und wir sehen das auf der Mandantenseite auch. Und da machen wir auch was, also auf der Corporate-Seite. Weil die Corporates kriegen jetzt alle die Maßgabe vom Aufsichtsrat oder den CEOs, die sagen, ah, Digitalisierung. Und jetzt stehen sie da und sagen, okay, wie macht man das jetzt? Und die versuchen auch einiges auf die Anwälte abzuschieben. Die sagen, ich möchte mir eigentlich Leistung zukaufen. Also nicht mehr, dass sie sagen, wir machen alles selber, sondern wenn ich was brauche, dann hole ich es mir vom Anwalt. Ja. Und dann muss der Anwalt aber vorbereitet sein, wenn es der Corporate-Kunde braucht, weil normalerweise braucht er nichts Besonderes und dann braucht er einfach mehr. Ja. Ist das so ungefähr? Ja, ja, klar. Und dadurch entsteht natürlich ein ganz neuer Druck auch in den Anwaltskanzleien, ja, nicht, wie sich überhaupt das, ja, Geschäftsmodell insgesamt, ja, wahrscheinlich verändern, ja, dürfte. Ja. Ich meine, sind wir noch ganz am Anfang, aber ich glaube, die Veränderung kommt schon. Ja, und Sie haben ja was in dem Feld auch geforscht, nicht? Ach so, ja. Und mitgearbeitet und können, ja, die eine oder andere Prognose auch empirisch fundiert abgeben. Ja. Wollen Sie also mal erzählen? Gerne. Ja? Wir haben eine Studie gemacht und haben Anwälte und Anwältinnen befragt in Österreich und sind zu der Erkenntnis gekommen, was uns eigentlich sehr freut, dass die Anwaltei in Österreich die Digitalisierung eigentlich sehr positiv einschätzt. Ich denke, dass die Anwälte noch nicht genau abschätzen können, was sie wirklich bedeutet, aber wir haben sie gefragt, was im Jahr 2035 wahrscheinlich wichtig sein wird. Und wir haben jetzt folgende großen Trends herausgearbeitet. Einerseits wünschen sich die Anwälte mehr Effizienz und bessere Organisation in den internen Prozessen, also nach innen gerichtet hin. Das ist ein großer Teil dessen, was sie machen wollen. Da gehört auch dazu Business Development, also wie akquiriere ich neue Mandate. Da gehört auch dazu, wie mache ich Werbung für mich. Also es ist nicht nur reines Office Management, sondern auch eben diese Punkte. Und wie gehe ich mit meinem Mandanten um? Dann der zweite Bereich, ja, und da wünschen sich alle Effizienz, schneller antworten zu können. Das Thema Kosten ist eines unter fernen Liefen, ja, aber ist natürlich auch ein Treiber. Aber das Wichtigste ist wirklich, die Expertise darstellen zu können und schneller zu werden, effizienter zu werden. Das zweite Thema sind ganz stark auch die Mitarbeiter. Das ist ein großes Thema. Man erhofft sich für 2035, aber auch jetzt schon, Mitarbeiter zu haben, die nicht nur juristisch ausgebildet sind, sondern auch etwas von der Technik verstehen. Und das ist ganz stark damit verknüpft, dass eine der größten Ängste der Anwälte ist, nach Cybersecurity und Datensicherheit, dass ein nicht kompetenter Mitarbeiter eigentlich eine der größten Fehlerquellen sein wird in der Zukunft. Und auch in der kommenden Zukunft, weil 2035 ist ja leider gar nicht mehr so weit weg. Also es geht wirklich darum, dass man Mitarbeiter findet und Mitarbeiterinnen, die auch IT-Kenntnisse haben und eine gewisse IT-Awareness haben. Ich denke nicht, dass es notwendig sein wird, dass jeder jetzt Informatik studiert, aber das ist der Wunsch der Branche. Und zweitens wünscht sich die Branche Flexibilität und Familienfreundlichkeit. Aber ich meine, das haben Sie selber in der Hand. Dann brauchen Sie nur ein bisschen was ändern. Und der dritte Bereich war der Bereich, welche Technologien verwendet man. Und da muss man ganz stark sagen, dass für die Anwälte zwei Themen im Moment sehr wichtig sind, auch zukünftig wichtig sein werden. Das eine ist das Thema E-Mail. Also der beste Kommunikationskanal anscheinend ist im Moment nicht das persönliche Gespräch, sondern E-Mail-Verkehr. Und das wird auch weiterhin so bleiben. So setzen das die Anwälte auf jeden Fall ein. Und das zweite Thema, jetzt habe ich gesagt E-Mail, das zweite Thema ist Recherche. Und Recherche ist etwas, was die Anwälte für sehr, sehr wichtig einstufen, aber wo sie sich wirklich etwas wünschen würden, dass es sich verbessert. Weil es scheint so viel Zeit aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen so läuft mit der Recherche, was die Leute da mitbekommen, aber da wünschen sie sich mehr technische Tools. Ja, also die Erfahrung, dass da viel Zeit drauf geht und dass es ein frustrierender Prozess nach wie vor ist, glaube ich, den teilen alle, ja, die damit befasst, ja, sind und erst recht Leute, die das hauptberuflich, ja, machen, so wie ich. Nicht, ja. Warum ist das so frustrierend? Weil es schwierig ist, effizient zu sein, weil, ja, man eben immer mehr an Scheren hat zwischen Menge an Informationen, mhm, und Zeit, die man braucht, um aus dieser Menge, ja, an Informationen das Relevante zu finden. Also es ist, ja, ein Zielkonflikt zwischen Vollständigkeit und Präzision. Ja. Und das hat sich eigentlich nach meiner
persönlichen Erfahrung, wenn ich die jetzt gleich mit Ihnen und allen anderen teilen darf, nicht so wahnsinnig verändert in den letzten Jahren. Ja. Nicht? Also anders als die großen Versprechen, die man jedes Jahr liest, dass das immer nächstes Jahr besser werden würde, habe ich nicht den Eindruck, dass es sich ganz stark verbessert hätte. Und das ist, glaube ich, frustrierend. Ja. Ich denke halt, was nicht Ziel und Zweck der Sache sein kann, ist gerade im Thema Recherche, ist, dass man am Schluss einfach nur noch Eigentum eingibt und dann schaut man halt, oder, also ich glaube, es geht schon auch darum, und das ist eine große Frage zum Thema Mitarbeiter, die wir ein bisschen abgefragt haben, wie bildet man halt auch die Leute auf Dauer aus? Ja. Weil ich denke, das Thema Recherche ist zwar mühsam und sehr zeitintensiv und natürlich mit der Menge an Informationen, die jetzt auf uns zukommt, ja, Sie geben ein Wort ein und Sie haben 5000 Ergebnisse, ist die Frage, wie kann man diese Suche optimieren? Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, auch in der Ausbildung, wenn wir mit Anwälten sprechen, dass sie halt sagen, ja, aber man muss halt durch diesen Schmerz oft einmal auch ein bisschen durchgehen, weil man einfach auch eine gewisse Arbeitsmethodik dadurch lernt. Ja. Und wenn das Ganze abgeschafft wird, weiß ich nicht, ob es den Denkprozess nicht manchmal, also irgendwie schon auch ein bisschen schärft, weil man halt sich überlegen muss, was ist eben relevant und was ist nicht relevant für dieses Thema. Ja. Aber die großen Player, das sehen wir schon, also gerade die großen Verlage und so weiter, das ist die Kernfrage, mit der sie sich eigentlich im Moment beschäftigen. Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten, um diese Recherche einfach zu erleichtern? Weil der Content ist ja da. Die Frage ist, wie mache ich den zugänglich? Und da wird schon auch viel von den großen Firmen da hinein investiert. Google-Logik, Artificial Intelligence, regelbasierte Systeme, Datenbanken und so weiter. Da wird auch was kommen in den nächsten Jahren. Ich glaube nicht, dass es das Zauberding wird. Mhm. Aber man sieht jetzt, glaube ich, schon, dass man jetzt bei den großen Produkten, dass es da jetzt schon einen Sprung gibt. Wobei die Anwälte, die teilweise Dinge ausprobieren, sagen, der Sprung könnte noch größer sein. Ja. Aber. Ja. Vielleicht noch eine Frage zur Methode oder zu einer Vermutung, die ich habe in Bezug auf die Ergebnisse, die Sie erzielen. Also meine laienhafte Vermutung wäre, dass Sie deswegen so viel von E-Mail hören und deswegen so viel von frustrierenden Rechercherfahrungen, weil die Leute, die Sie fragen, einer bestimmten Altersstufe angehören, die vielleicht auch unsere ist oder noch darüber. Und das eine Generation ist, die halt gelernt hat, per E-Mail zu kommunizieren. Ja. Und das auch eine Generation ist, die gelernt hat, dass die Erfahrung mit Datenbanken frustrierend ist. Ja. Wenn man jetzt jüngere Leute fragen würde, die vielleicht gerade nicht oder noch nicht oder gerade erst im Beruf stehen, wäre interessant zu wissen, ob die Prognosen auch noch so sind. Sie meinen, wenn man es mit Studenten macht, das könnte man machen eigentlich, oder? Ja, das könnte man mal machen, weil die Umfrage können wir ja durchaus auch nochmal anpassen. Das wäre gar nicht uninteressant. Also wir haben ein recht breites Spektrum von Altersbefragung gehabt. Ja. Also ich würde sagen, wir haben jetzt aus dem Kopf heraus zwischen 30 und 45 hatten wir den größten, also den Schwerpunkt quasi. Ja. Und dann an beiden Enden die Älteren quasi und die Jüngeren auch noch mit dabei. Ich denke, es ist eine Branche, die ganz klare Verhaltensregeln einfach hat. Und ich glaube, es ist im Moment in der Branche altersunspezifisch, glaube ich, weil es einfach ganz klare Regeln gibt. Und die Regeln ist, so recherchieren wir. Weil so wie Sie sagen, jedes Jahr wurde was angekündigt und es ist nie gekommen. Und diese Regeln gelten halt auch schon für die 28-Jährigen. Also ich glaube, dass man jetzt sagt, da kommt jemand ganz frisch rein und macht was. Das sind vielleicht die Legal Tech Startups wie zum Beispiel Lerette oder so, die jetzt eine neue Idee einbringen. Aber bis ich die einmal irgendwo in die breite Masse hinein vertieft oder dass die Leute sie dann auch wirklich benutzen, das wird in der Branche, glaube ich, besonders lange dauern. Mhm. Ja. Ja, aber gerade bei E-Mails, finde ich, sieht man es ja besonders gut, denn das ist ja eigentlich das schlechtestmögliche Kommunikationsinstrument, das man für Anwälte nur erfinden kann, nicht? Also es ist, weder ist es vertraulich, noch ist es beweissicher, noch ist es in irgendeiner Form besonders komfortabel, also es ist, warum eigentlich nutzen alle ständig E-Mail? Es ist immer nur zack, zack, obwohl man dauernd denken müsste eigentlich, um ordentlich Arbeit zu leisten, anstatt schnell zu antworten. Auch das. Und andererseits ist es aber wieder so, dass es eben keine definierten Antwortzeiten gibt. Manchmal wartet man auch 3 Tage und vermutet dann, der ist vielleicht auf Urlaub oder er denkt. Ja. Also es ist eigentlich ein Kommunikationsinstrument, bei dem ich verstehe, warum es junge Leute nicht mehr so intensiv nutzen. Nicht? Ja. Und erst recht würde ich das bei Anwältinnen und Anwälten verstehen. Aber es ist trotzdem nach wie vor interessant. Und was das eigentlich Interessante aus meiner Sicht an Ihrer Studie ist, ist ja nicht nur behaupten die, dass das jetzt ein Instrument wäre, das sie regelmäßig nutzen, sondern 2035 ist die Erwartung, dass das noch immer der Standardweg wäre. Ja. Was jetzt in mir das Vorurteil evoziert hat, dass das eine Branche ist, oder bestätigt hat, nicht evoziert hat, das Vorurteil habe ich ja immer schon, deswegen bin ich ja auch keiner geworden, das Vorurteil bestätigt hat, dass das eine Branche ist, die sich technologischen Veränderungen und Sprüngen nicht besonders offen gegenüber zeigt und sie auch nicht wirklich antizipiert. Oder? Ja, ich glaube, das Antizipieren, da bin ich ganz bei Ihnen, also die sich nicht vorstellen können, was sich verändert. Ja.
Gut, das wissen vielleicht andere auch nicht. Ich denke, mit der Digitalisierung oder mit Veränderung umgehen, ich glaube, da sind die Anwälte gar nicht so schlecht, wenn sie mal da ist. Mhm. Ja? Und darum, glaube ich, sind die Anwälte in Österreich auch sehr positiv und haben eigentlich keine so große Angst mit der Digitalisierung, weil was wir schon sehen, ist, dass die Anwälte zu 85% angeben, dass sie mobil arbeiten. Mhm. Wobei das hier für Frauen nochmal wesentlich wichtiger ist als für Männer, wobei Männer auch mehr als 55% angeben, dass das für sie wichtig ist. Ja? Und ich glaube, das kommt halt so schleichend. Wir sind das halt jetzt alle gewohnt, privat, und jetzt haben wir das auch am Handy und dann hat man ein iPad oder sonst irgendein Tool damit sich mit herumtragen. Und das ist etwas, wo die Anwälte sagen, das ist etwas, was auf jeden Fall sehr stark kommen wird. Das ist natürlich insgesamt in der Digitalisierungsdiskussion ja überhaupt ein großer Trend, das mobile Arbeiten, also nicht mobile Arbeiten, sondern das mobile Gerät quasi. Und da gibt es aber noch, gerade für die Anwälte, weil sie sagen, Sicherheit, Cyber, also Security, Verschlüsselung und so weiter, da gibt es noch keine Lösungen. Und das wird ein großes Thema sein. Und da denke ich auch, dass das für also Technologie-Provider ja, wirklich etwas sein wird und Entwickler, wo man den Anwälten und dem Markt wirklich etwas zur Verfügung stellen kann. Mhm. Ganz im Thema, also Recherche, Absicherung, Speicherbarkeit, Suchbarkeit und so weiter, dass man es einfach on the go machen kann. Auch das ist eine Prognose, die interessant ist und ja, die nicht ganz neu ist, ehrlich Nein, gesagt. Nicht. Und auf der anderen Seite, also ich meine, seit es eigentlich IT gibt, auch für in anwaltlicher Nutzung wird darüber geredet, dass es irgendwie von der Sicherheit her und von der Identifizierung ja, und Authentizität und so weiter Probleme gibt. Ja. Und wir leben mit dieser Unsicherheit seit 15 Jahren ja, oder 20 und sagen ganz ja, wienerisch drauf, eigentlich eh wurscht. Passt ja, schon. Und die, ja. Passt schon, genau, wird schon gehen. Ja, ja. Ja. Und gleichzeitig aber höre ich Sie dann sagen, dass das eine Chance wäre für Anbieter. Ja. Da frage ich mich, ja, wo dann dieser Markt plötzlich entstehen wird. Denn bisher ist er offensichtlich nicht, also jedenfalls nicht so entstanden, dass ja, der durchschnittliche Anwalt oder die durchschnittliche Anwältin das Gefühl hatte, ich muss jetzt diese Lösung kaufen, sonst ja, verhalte ich mich standeswidrig. Also ich denke, dass da zwei Dinge da mit hineinspielen. Das eine ist die Datenschutzgrundverordnung natürlich, die jetzt nächstes Jahr rauskommt, wo es auch eine eigene Arbeitsgruppe gibt im Stand quasi und so weiter. Ja. Die wird auf jeden Fall etwas verändern, weil auch Anwälte müssen sich danach richten. Einerseits in der internen Struktur und dem Ablauf, aber andererseits, wenn ich intern was ändere, dann kann ich gleich extern auch ändern. Und wir sehen selber, also ich sehe es durch unsere Anwälte zum Beispiel auch, den Druck von Mandanten. Weil die Mandanten beschäftigen sich, die Großen vor allem, jetzt sehr intensiv mit dem Thema. Ja, die haben ja ganze Armadas von Leuten, die sich da damit beschäftigen, weil es eine große Angst gibt vor diesen Strafen und diesen Konsequenzen, wenn man dem nicht entspricht. Und aus diesem Druck heraus denke ich, dass es in den nächsten Jahren einen großen Druck in die Branche hineingeben wird. Weil es steht einfach in schon also in gewissen Bedingungen von großen Mandanten oder auch mittelgroßen Mandanten, weil das betrifft ja alle, ja, dass sie einfach sagen, du als Anwalt musst mit mir verschlüsselt kommunizieren. Mhm. So. Und jetzt kann ich entweder darauf warten, dass der Mandant mir eine Lösung anbietet oder nicht. Ja? Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen, weil die Anwälte, mit denen ich rede, ja, die sagen mir eigentlich eher, dass sie deswegen nicht verschlüsselt kommunizieren, weil die Mandanten das nicht ablehnen. Können. Ja, ja, genau. Ja. Die wollen das nicht, können ja, das nicht, finden das genau, anstrengend und so weiter. Ist es ja auch. Ja. Muss man ja auch ja, ehrlich sagen, es gibt ja, auch keine einfache Lösung für ja, das im Moment. Ja. Ja. Also es ist ja wirklich anstrengend, so zu kommunizieren. Der Druck wird kommen nächstes Jahr. Also nächstes Jahr, glaube ich, wird wirklich, man sieht ja bei ganz vielen Unternehmen, dass sie halt diesen Druck intern aufbauen, aber sich dessen noch nicht bewusst sind. Und ab Jänner, Februar, März und spätestens ab Mai nächsten Jahres wird es sicher viele Unternehmen geben, die da auf einmal umstellen. Und ich denke, Anwaltskanzlei, die sich damit jetzt schon beschäftigt, wird vielleicht da vorne dabei sein, aber in Wirklichkeit haben wir da eh so einen Graubereich. Wird schon passen, aber es wird schon in die Richtung gehen. Und wenn Sie große Firmen anschauen wie IBM und so, das ist natürlich ein Technologieunternehmen, das auch international vernetzt ist und da sehr starke Vorschriften hat, die kommunizieren zum Beispiel jedenfalls intern überhaupt nur noch verschlüsselt. Also da werden keine Verträge mehr von der Rechtsabteilung an den Vertriebsleiter geschickt, sondern da gibt es nur noch Links, die auf eine sichere Datenbank, mehr oder weniger sicher. Ich meine, am Ende kommt eh jeder wo rein, wenn er wirklich rein möchte. Ja? Aber verlinkt, geschickt und die kommunizieren intern nur noch so. Ja. Aber sie sagen, extern ist halt schwierig, so wie sie sagen, weil ja, es auch der andere oft einmal nicht kann. Ja, ja, ja. Was mir gleich ja, die nächste Frage sozusagen direkt in den Mund ja, legt, nämlich vielleicht nochmal zurückkommen zu dieser Umfrage, die ja, ihr eine Prognose habt für 2035 ja, abgefragt habt. Ja. Darf ich Sie jetzt sozusagen als Glaskugel verwenden und darf ich Sie fragen, ja, wie Sie, jetzt Sie haben jetzt eine sehr kurzfristige Prognose ja, abgegeben in Bezug auf die Datenschutzgrundverordnung, ja, wo ich gerne nächstes Jahr nochmal mit Ihnen ja, rede. Ich finde das ja sehr spannend. Denn, ohne das jetzt vertiefen zu wollen hier, ich bin nicht so sicher, also ich würde das etwas, ja, etwas vorsichtiger sehen, aber vielleicht, hoffentlich haben Sie, genau, wird schon passen. Vielleicht haben Sie ja recht, hoffentlich haben Sie recht. Aber vielleicht reden wir noch über eine längerfristige Perspektive. Ja. Also wie sieht Ihre persönliche Prognose ja, aus, wie anwaltliche Arbeit im Jahr 2035 aussieht? Was machen diese Menschen und wie machen sie es? Was machen diese Menschen? Also
Ich denke, dass im Jahr 2035, wenn Sie, lassen Sie mich selber kurz rechnen, das sind jetzt nochmal 18 Jahre. Ne? Das ist jetzt gar nicht mehr so viel, das sind nochmal 2 Generationen von Anwälten. Also das mobile Arbeiten wird enorm zunehmen. Es wird auch papierloser werden, ja, weil auch die Justiz natürlich aufrüstet und sagt, wir werden mehr digital einfach den Akt aufarbeiten, elektronisch. Wir wollen nicht mehr, dass man hier ein Papier rauszieht, sondern es ist alles irgendwo auf Displays ersichtlich und kommt aus dem elektronischen Akt heraus. Das wird das eine sein. Das wird wirklich viel verändern, weil die Leute sich vielleicht noch im Büro ausdrucken, aber sonst wirklich dann am iPad oder irgendwo auf einem Tablet irgendwelche Dinge zeigen werden. Das wird sicher kommen, das mobile Arbeiten. Das hat große Vorteile. Das wird zu einer Flexibilisierung führen, vielleicht von Arbeitszeiten. Ich weiß nicht, ob es eine Reduktion der Arbeitszeiten hervorrufen wird, aber eine Flexibilisierung. Ja? Viele Leute im Stand wünschen sich vielleicht auch eine Reduzierung. Werden wir sehen, ob der Effizienzgedanke da hier wirklich einspielt. Das Zweite, denke ich, dass die Anwälte sehr wohl in ihrer Ausbildung über die nächsten Jahre hinweg mehr IT-Kenntnisse sich aneignen werden können müssen. Und die Universität wird da sicher, so wie Sie jetzt gerade, einiges dazu beitragen, ja, weil der Markt das stärker verlangen wird, weil es die Mandanten stärker verlangen werden. Die werden einfach IT-Lösungen haben wollen, die der Anwalt als Dienstleister anbietet, wenn es der Mandant braucht. Und deshalb glaube ich, dass hier sich bei den Personen etwas ändern wird. Und da wird sich auch im Denken was ändern, weil wenn ich mehr technisch orientiert bin und nicht nur juristisch orientiert bin, gibt es so ein, dann denke ich einfach ein bisschen anders, weil die IT-Herausforderungen sind oft anders als die juristischen Denkarbeiten. Also das, denke ich, wird sich verändern. Technik wird in den nächsten 18 Jahren sicher, gibt es viele Commodity-Lösungen. Also was wir heute mit Datenbanken haben, wie ein AutoCAD oder U-Expert oder so irgendetwas, da wird es einen großen Technologiesprung geben in 18 Jahren und das wird man selbstverständlich verwenden. Und da wird es folgendes Thema geben, da wird es eine sehr viel Standardgeschäft wird wegfallen. Das wird zu sehr günstigen Preisen angeboten werden, also sogenannte Commodity Work, also die regelmäßige Erstellung von immer wieder gleichen Dingen, ja, die man heute vielleicht noch für einen relativ hohen Preis verkaufen kann, das wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Nicht in 5 Jahren, aber bis 2035. Das heißt, dass der Anwalt sich dass der Anwalt ein viel stärkeres Beziehungsmanagement haben werden wird, glaube ich. Es wird mehr ein Relationship-Geschäft werden und weniger, wie man das nennt im Englischen, a funnel business. Also weniger, dass oben viel reinkommt, man arbeitet es ab und unten kommt was raus, sondern viel mehr, dass man mit ganz konkreten Leuten dauerhafte Beziehungen hat und das Geschäft gut, wirklich gut versteht. Das ist bei vielen Anwälten heute schon so, aber bei vielen auch nicht, dass man eine dauerhafte Beziehung hat. Ja, weil viel von der Technologie in diesem Standardgeschäft einfach abgedeckt sein wird. Und das wird jeder Anwalt haben und das wird zu einem guten Preis angeboten werden sollen. Aber das wird wieder alle gleich machen. Das heißt, wir setzen wieder weiter oben an und das, denke ich, da wird für die Expertise mehr gezahlt werden. Und das wird weiterhin bleiben. Und die Anwälte in der Studie sehen sich auch 2035 noch als sehr wichtige Player im Markt. Aber viel Sachverhaltsaufbereitung wird halt einfach auch von der Maschine gemacht werden. Aber nicht so schnell, weil da gibt es jetzt einmal die nächsten 5 bis 10 Jahre, glaube ich, von den ganz großen Kanzleien viel Vorarbeit, viel Daten, 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 weil die kleinen Anwälte haben keine Daten. Und die werden dann auch von diesen Daten profitieren und dann wird es Standardprodukte geben. Also bis 2035 glaube ich, dass es viele haben werden. Ja, und das ist ein Geschäftsmodell, ein neues für die großen Kanzleien, nicht? Dann steht plötzlich IT-Kenntnisse. Nein, ja, vor allem auch Produkte die Herrschaft über die Daten, nicht? Die haben ja alle Datenmengen, die Kleinen nicht haben. Ja. Und das wird nicht, meine Glaskugel sagt, das wird ein Riesengeschäft. Ja. Das sieht man jetzt schon, dass einige der Player in dem Markt, das müssen jetzt nicht unbedingt Anwaltskanzleien sein, aber Player, die große Mengen juristischer Daten haben, daraus Produkte entwickeln, die einen Markt haben jetzt schon. Ja, da bin ich bei Ihnen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Markt ein Markt ist, der wird viel Geld machen, aber auf die Masse. Weil wenn man sich diese Player anschaut, wie es in Deutschland schon gibt und so weiter, ist deren Weg eigentlich nicht zu sagen, wir verkaufen unsere Daten jetzt eigentlich sehr hochwertig und teuer, sondern eigentlich gehen die eigentlich in den Massenmarkt jetzt hinein einmal und sagen, wir verkaufen unsere Daten quasi mehr so Access to Justice, eigentlich eher sehr commodity-preismäßig, günstig, um ein Rechtsgebiet oder um einen Markt zu eröffnen, der es eigentlich vorher nicht gegeben hat. Ja. Also so was sich jetzt darstellt, nicht für 2035 vielleicht, aber glaube ich, wird eher im ersten Schritt jetzt der Trend sein, dass man Märkte erschließt, die zusätzliches Geschäft bringen, weil das der Anwalt bis jetzt eigentlich nicht gemacht hat, weil die Daten
Möglichkeiten geben, das sehr günstig, kosteneffizient und billig eigentlich abzuarbeiten. Und das ist der Trend, den ich eher jetzt sehe, anstatt zu sagen, dass Freshfields jetzt teuer ihre Produkte verkauft. Ja. Da bin ich neugierig, was passieren wird. Ja. Ob man das, also ich bin bei Ihnen, die Daten werden wichtig sein, aber wer das wie kommerzialisiert, die Anwälte sind halt dann doch Anwälte. Ne? Aber wird man sehen. Also ohne das jetzt sehr vertiefen zu wollen, aber es gibt in Deutschland, wir haben ja beide das erlebt vor einigen Tagen, so eine Dienstleistung wie Frage an einen Anwalt.de, die plötzlich eine Flatrate anbieten können von 80 Euro pro Monat für unbeschränkte Rechtsberatung. Das funktioniert genau deswegen, weil die gigantische Mengen an bereits vorhandenen Daten über Rechtsberatung haben und deswegen sehr geringe oder im Vergleich jedenfalls geringe Kosten bei der Generierung von Antworten. Ja. Nicht? Und das ist ein Modell, Recherche. Und das ist ein Modell, das dort von Anwälten betrieben wird. Nicht? Aber 80 Euro im Monat. Also das ist ja eine Konkurrenz, wie soll ich sagen, das ist ja eigentlich etwas unfassbar, der Preis. Ja, in der Branche. Nicht, und es geht eben nicht ins höhere Geschäft, sondern es geht eigentlich in ein neues Kundensegment, weil um 80 Euro kann auf einmal jede kleine Firma und jeder sagen, das mache ich. Ja. Und früher sind die nicht zum Anwalt gegangen. Also es ist eine Vergrößerung des Kuchens und keine Konkurrenzierung. Und gleichzeitig aber auch ein neuer Markt eben. Nicht? Das gab es nicht bisher. Aber für den Konsumenten und für die kleinen Unternehmen, glaube ich, ein Riesenvorteil. Ja. Weil früher gab es das eben nicht. Natürlich führt das wieder zu einer Verrechtlichung. Ja. Also vielleicht auch zu einer dass es einfach komplexer wird, was halt nicht immer gut ist, weil vorher hat man es halt nicht. Ne? Aber ich glaube, es ist ein Zugang zum Recht. Ich finde das ganz gut eigentlich. Ja. Ich glaube, das teilen wir, die Einschätzung. Ja. Aber die Anwälte sagen auch noch in der Studie, möchte ich noch eins sagen, sie glauben, dass die Konkurrenz zunehmen wird, also zu technischen Produkten und untereinander. Das ist schon etwas, was aus der Studie sehr klar rauskommt. Und ein interessantes Ergebnis, glaube ich, ist noch, dass sie aber sagen, sie glauben, dass ihre Einnahmequelle und ihr Verdienst auf das, also dass das eher gleich bleibt, beziehungsweise sogar besser wird aufgrund der Digitalisierung. Mhm. Was ich nochmal interessant finde, weil das heißt eigentlich für den Anwalt, dass er schon glaubt, dass sein Mehrwert und sein Selbstbild und seine Leistung ist, persönlicher Kontakt, wirklich inhaltliche Beratung und er eigentlich relativ wenig Angst hat vor diesen gesamten Automatisierungsprozessen, sondern eigentlich, dass er da eher ein Gewinner sein wird. Ja. 2035 ist in 17 oder 18 Jahren. Ja. Das heißt, die Leute, die uns da jetzt hauptsächlich zusehen, sind dann ungefähr 10 Jahre im Beruf, wenn das passiert. Ja. Ungefähr. Wie sollen sich die vorbereiten auf dieses Leben? Was würden Sie Ihrem inneren Ich, wenn es heute 18 wäre oder 20, was würden Sie dem empfehlen zu tun? Holen Sie sich auf der Uni, was geht, zu all diesen Themen, die nicht rein juristisch sind. Ja. Ja. Dass man sich jetzt schon damit beschäftigt, mit den großen Trends, aber jetzt nicht in jedem Detail, sondern einfach, um ein Gefühl zu kriegen, was passiert da um mich herum, was vielleicht auch nicht die Juristen direkt betrifft. Also Thema Blockchain, Artificial Intelligence, das ist jetzt in aller Munde, dass man einfach mal versteht, was heißt das. Und das ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Also man kann eben, ich glaube, bei Ihren Veranstaltungen oder bei uns sich gut informieren oder einfach im Internet einfach mal schauen, was das ist, ja, ohne es zu groß machen zu wollen. Und ich denke, wenn man eine gewisse IT-Offenheit hat, ja, also eine Technologie-Offenheit hat, die man einfach mit kleinen Projekten vielleicht oder einfach mit, ich fände es halt toll, wenn es auf der Uni was geben würde. Ja? Einfach, wir haben zum Beispiel jetzt einen Accelerator aufgegeben, also betreiben einen Accelerator, das heißt, da haben wir Legal Tech Startups drinnen. Das heißt, wir helfen Startups im Legal Tech Bereich schneller voranzukommen. Ja? Und da war jetzt eine coole Studentengruppe da, die haben sich halt einfach zusammengesetzt und sind ein bisschen angeregt worden von der Uni dazu und haben sich ein Problem überlegt und gesagt, was können wir jetzt dazu bauen? Sind alles Juristen, sind keine Techniker, aber sie haben sich dann informiert, wie geht das, wie könnte man was machen, wie könnte eine Online-Lösung ausschauen. Und wir kennen ja Online-Lösungen alle. Ne? Wir schauen ja dauernd auf unsere Handys. Ja? Wir wissen ja, wie sowas funktionieren muss. Und das finde ich super, weil wenn die in 15 Jahren, wenn die in der Kanzlei sitzen, die sagen, Buschen, das machen wir doch so und das können wir effizienter machen. Und ich glaube, da kann man einiges mittragen. Also einerseits Technologie, aber andererseits glaube ich, dass man einfach auch sehr gut sich im Studium das abholen sollte, was halt juristische Fähigkeit auch ausmacht. Nämlich zu recherchieren, sich zu überlegen, was ist relevant, was ist nicht relevant, wie funktionieren die Systeme überhaupt, ja? Was bedeutet es, ein Sachverhalt dann einfach auch zu interpretieren, weil diese Arbeit wird nicht wegfallen. Und das wird eigentlich immer stärker die Kernaufgabe werden. Ich glaube, es wird sich immer stärker zuspitzen. Viele Standardarbeiten werden wegfallen, dass man tausende Seiten durchlesen muss, sondern man wird was bekommen und muss fähig sein, sofort auch zu verstehen, was habe ich hier, durchaus komplexe Dinge, wo könnten Fallen sein, wo ist der Sachverhalt vielleicht nicht ordentlich aufbereitet, wo muss ich nachschauen. Also ich glaube, dass die juristische Arbeit trotzdem
fast noch herausfordernder sein wird, weil man noch stärker vielleicht denken muss und sich überlegen muss, habe ich da auch jetzt alles, weil nur weil es die Maschine sagt, sie haben alles, heißt das nicht unbedingt, dass das so ist. Also ich muss mich auch wirklich, wie soll ich sagen, ich glaube, ich muss mich wirklich auskennen dann in meiner Materie. Und ja, das kann man sich im Studium, glaube ich, ganz gut auch abholen und sich auch so ausbilden lassen. Und trotzdem sollte man halt dann neugierig sein. Ja. Und keine Angst haben vor Veränderung, vor allem mit 17 Jahren, weil ich glaube, das wird recht schnell gehen dann. Ja, Neugier und keine Angst vor Veränderung ist ein gutes Schlusswort, glaube ich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Dankeschön. 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 Wiedersehen.